Hallo liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Demonstrationsvideo oder nennen wir es vielleicht auch hier Präsentationsvideo. Und zwar geht es heute mal wieder um Plattenspieler. Ein Gerät aus meiner Sammlung, welches einerseits zum Verkauf steht, andererseits möchte ich es, bevor es dann natürlich weg ist, euch an dieser Stelle hier auch nochmal zeigen und vorführen. Insbesondere, weil es sich hier auch um einen, sagen wir mal, eher preiswerten Vertreter aus den 1980er Jahren handelt. Und über diese Plattenspieler findet man im Internet oft eigentlich nicht viel Informationen. Und wenn, dann ist es natürlich meistens nichts Gutes. Böse Worte, das sei ja alles Plastikschrott und würde nichts taugen und man macht damit seine Platten kaputt und was auch immer noch alles. Fangen wir aber mal ganz von vorne hier an, denn ich möchte hier heute eine Lanze brechen, wieder mal für einen Dual aus der Einstiegsklasse. Draufstehen tut hier aber ITT bzw. ITT Hi-Fi 5110 heißt das Modell aus der Hyperion-Serie. Darunter verbirgt sich natürlich ein alter Bekannter und zwar ein Dual ASP 128. Das war ein Plattenspieler-Chassis von Dual, made in Germany, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen, welches hauptsächlich für die Industrie gefertigt wurde. Das heißt, das kam dann oft in Kompaktanlagen verschiedener Hersteller rein und wurde sozusagen von Dual dann zugeliefert. Deshalb ist hier auch auf der Anleitung sozusagen auch nur das Laufwerk zu sehen, ohne Zarge, weil die war in der Regel individuell. Und diese Chassis, wie gesagt, die waren damals eher in der preiswerten Region angesiedelt. Ich habe vor kurzem schon ein Video gemacht über einen ASP 130 und der war dann in einer Schneiderzarge. Und ich muss sagen, der ASP 130, der war nochmal eine ganze Ecke billiger aufgebaut wie hier der 128er. Und das möchte ich nämlich hier auch nochmal die Unterschiede ein bisschen hier hervorheben. Was haben wir denn hier eigentlich jetzt vor uns? Ja, wir haben einen vollautomatischen Plattenspieler. Hier steht ja auch Full Automatic Player, das heißt, ich muss einfach Start drücken, Tonarm geht rüber, setzt auf von selber, am Ende geht er wieder zurück, schaltet ab, fertig. Man muss also nichts selber machen für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht auch nicht unbedingt hier von Hand den Tonarm rüber zittern wollen. Ansonsten haben wir natürlich ja auch ganz normal noch einen Lift. Zwei Geschwindigkeiten, 45 und 33, ein Drittel. Und jetzt fangen wir schon mal an mit den Besonderheiten hier. Tatsächlich haben wir hier einen Pitch-Regler. Das heißt, ich kann hier natürlich auch noch die Geschwindigkeit korrigieren. Das ist ein Problem bei vielen günstigen Plattenspielern, dass die eigentlich von der Drehzahl her ziemliche Abweichungen haben und oft auch gar nicht ohne weiteres eingestellt werden können. Anders hier, hier haben wir nämlich tatsächlich dann auch schon ein Stroboskop hier drin und wir haben dann auch entsprechend diesen Ring, wo man dann hier die Geschwindigkeit richtig einstellen kann. Das sieht man jetzt hier in dem Fall also auch schon. Das stimmt bereits, das ist korrekt. Bei preiswerten Plattenspielern, wo man diese Möglichkeit nicht hat, gibt es dann oft im Gerät vielleicht noch einen oder anderen Regler, wo man das korrigieren kann. Um die Geschwindigkeit zu prüfen, braucht man dann hier entweder so eine Stroboskopscheibe, die man dann drauflegt, oder es gibt auch eine App für Smartphone, wo dann die Drehzahl genau angezeigt wird. Aber wie gesagt, hier einfach zu drehen. Und der zweite Unterschied zum ASP 130 ist der Tonarm. Der ist hier nämlich auch noch eine Ecke besser. Und vor allem hat er hier vorne so eine Standardaufnahme, wo man also auch theoretisch ein hochwertigeres Tonabnehmersystem montieren könnte. Ich sage könnte, weil das, was hier drauf ist, ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist das Dual DMS 239. Dahinter verbirgt sich ein System von Audio-Technica. Ich glaube, heute entspricht das ungefähr dem AT91, beziehungsweise manchmal wird es auch als AT3600 bezeichnet. Die Nadel hier scheint auf jeden Fall keine Original-Dual-Nadel mehr zu sein, aber sie ist auf jeden Fall in Ordnung, das habe ich schon getestet. Und weil man hier, wie gesagt, verschiedene Systeme montieren könnte, haben wir natürlich auch hier einen Tonarm, an dem man das Auflagegewicht einstellen kann. Und jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit. Wir haben hier tatsächlich sogar eine Anti-Skating-Funktion. Das heißt insofern schon mal gar nicht verkehrt, was hier an Features vorliegt, wenn man das vor allem vergleicht mit dem, was heute so auf dem Markt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist Einsteiger im Bereich Plattenspieler und möchte ein günstiges, halbwegs gutes Gerät, dann wird man eigentlich nur auf dem Gebrauchtmarkt fündig, weil das, was so zwischen 50 und 100 Euro
neu angeboten wird, das ist ja eigentlich teilweise wirklich erschreckend. Diese Kofferplattenspieler, die erstens mal keinen Spaß machen und zweitens mit diesen billigen Kristallsystemen und einem relativ hohen Auflagegewicht ja auch nicht gerade plattenschonend sind. Da kauft man doch vielleicht lieber so ein gebrauchtes Gerät und ein Plattenspieler wie der hier, den kriegt man, wenn er in gutem Zustand ist und funktionsfähig überprüft, wie der hier, ja, da ist man mit 50 Euro locker dabei. So, was haben wir hier eigentlich noch? Eigentlich haben wir schon alles erwähnt, würde ich jetzt mal sagen, was hier eigentlich wichtig ist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es etwas zu hören gibt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, ich werde euch jetzt den Plattenspieler hier mal präsentieren, werde mal ein Stück laufen lassen und da habe ich heute wieder eine Platte aufliegen. Die sieht schon farblich hier sehr toll aus und die Musik, die ist mindestens genauso toll. This is Synthwave, eine Compilation Doppel-LP auf Red Manor Records erschienen. Das Label gibt es leider inzwischen schon nicht mehr. Und wir hören einen Titel von Candy Apple Blue, eine Band, die ich damals sehr gern feature. It happens all the time. Und wenn euch das gefällt, was ihr jetzt gleich hört, dann checkt auf jeden Fall auch die Band aus, Candy Apple Blue. Ich setze einfach nachher einen Link unten in die Videobeschreibung rein. Und jetzt hören wir uns einfach mal ein bisschen in den Song hier rein. Und den Plattenspieler habe ich hier einfach als angeschlossen über einen wirklich einfachen und preiswerten Phono Preamp. Hängt das jetzt hier an meinen Logitech Aktivlautsprechern am PC, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin hier an meinem Schreibtisch gerade. Okay, genug der Worte. Jetzt lassen wir hier die Musik sprechen. Das heißt, wir drücken einfach Start. Und der Plattenspieler legt los. So, das soll an dieser Stelle jetzt einfach mal reichen. Und natürlich, das war jetzt direkt hier über die Aktivlautsprecher und über Smartphone. Da kann man jetzt natürlich über den Klang auch nicht allzu viel urteilen. Ich kann euch jedenfalls aber sagen, dass das jetzt auf jeden Fall nicht schlecht geklungen hat und auf jeden Fall besser wie so manch anderes, was man
neu für mehr Geld inzwischen auf dem Markt kaufen kann. Denn wie gesagt, das Problem inzwischen ist einfach, dass Plattenspieler entweder sehr billig oder sehr teuer sind und entsprechend taugt das, was neu auf dem Markt ist, halt oft im Einstiegsbereich nicht viel. Der einzige Nachteil, den man hier natürlich noch hat, ist, wenn man jetzt keinen, sagen wir mal, klassischen HiFi-Verstärker mehr hat mit einem Phono-Eingang, also einem Eingang für Plattenspieler, dann muss man natürlich noch berücksichtigen, dass man hier so einen kleinen Vorverstärker, einen Preamp braucht, damit man dann sozusagen hier das auch an einem AUX-Eingang von einer kleinen Mini-Anlage oder an Aktivlautsprechern betreiben kann. Also das möchte ich an der Stelle noch erwähnen. Bei den neuen Plattenspielern ist oft natürlich dieser Phono-Preamp bereits integriert. Aber ansonsten haben wir hier für kleines Geld auf jeden Fall einen durchaus soliden Plattenspieler, der es auf jeden Fall verdient hat, dass er jetzt auch mal hier in einem Video ein bisschen ausführlicher gewürdigt wird, weil wie gesagt, über diese preiswerten Dual-Plattenspieler findet man eigentlich wenig Informationen und das eigentlich aus heutiger Sicht meiner Meinung nach fast schon zu Unrecht. An dieser Stelle, wenn ihr jetzt Interesse habt natürlich an diesem Modell und er ist noch zu haben, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ich mache unten einfach einen Link zu der Anzeige, wo ich jetzt den Plattenspieler in Kürze anbieten werde. Und ansonsten gibt es die sicherlich auch zahlreich auf den, sagen wir mal, bekannten Kleinanzeigen oder auf dem großen Portal mit den vier Buchstaben. Insofern bedanke ich mich fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video. Mal sehen, was ich dann aus meinem Hobbykeller, aus meinem Bastelkeller für euch hier an Raritäten hervorhole. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.